Ah, guck an, da ist wieder so ein Beschwörungsding fürs Phantom. Hier üben ist noch Loot. Bin sofort unterwegs. Dinge, die ich nicht nehmen kann, weil primäre Waffen, Muni. Hab ich. Ich kenne das Problem. Die Saat vorhin gerade auch aus. Also mein Heat ist, einer ist ready. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten. Ja klar. Du willst also? Ja. Warte mal kurz. Ich möchte eine Heilung. Naja, dann werden wir anschließend ein paar Minuten brauchen, bis ich wieder, wieder heilen kann. Ja, dann heil jetzt, dann warten wir, bis es recovered ist. Das wird wahrscheinlich 6-7 Minuten dauern. Getränke? Ja gut, in der Zeit können wir uns was zu trinken holen. Einer sollte da bleiben, falls noch was spawnt. Ja, ich warte. Ich bin auch hier. Okay. Dann hol ich mir auch was zu trinken. Ich hab nämlich noch was. Mach mal kurz Trinkpause. Jo, kurz Pause. Getränke holen. Trinken ist wichtig. Oh ja. Ich lass dich mal quasi auf laut. Darfst mit dem Stream bei mir auch reden. Oh. Da bin ich gar nicht so. Willkommen in meinem Stream. Also, und Blackie Stream. Und überhaupt, willkommen im Stream. Seid alle begrüßt. Ich hoffe, es geht euch gut. So. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich so reden soll. Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Also, vor allen Dingen an die Leute, die das Spiel bis jetzt nicht kannten. Ja, die Frau hustet ein wenig. Das muss so, das ist Corona. Ich lieb's, hab's aber ja schon gut getan. Ja, das stimmt. Aber wir werden es jetzt einfach auch lieben lernen oder so. Von daher freut's mich, dass du zuschaust und uns failen siehst. Hast du das Spiel dann alleine oder auch im Koop durchgespielt? Wenn es euch nicht frustet, öfter zu sterben, das Spiel basiert nun mal darauf, dauernd zu sterben. Ja, es ist ein klassisches Souls-like. Und wenn man weiterkommt, ist das auch okay. Also wenn man irgendwann die Möglichkeit hat, rauszufinden, ja, da ist der Checkpoint, den kann ich jetzt aktivieren und sterbe ich nicht wieder ganz am Anfang. Oder fang nicht wieder ganz am Anfang an oder irgendwie sowas. Das ist vollkommen okay. Solange man mitbekommt, es passiert ein bisschen weiter. Das ist bei GTFO ja auch so. Spielen unter anderem ja Blackie und ich auch. Donnerstags halt. Abends. Wo wir dann auch entsprechend... wenn man tot ist, fängst du halt von vorne an. Und wir kommen trotzdem immer wieder ein Stück weiter und so weiter. Nabit Bembel, sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir machen gerade eine, wir holen uns Trinkenpause. Aber wir sind gleich wieder, alle wieder da. Mich haben sie hier zurückgelassen. Ich muss euch unterhalten. Und ich weiß doch nicht mal, wie das geht. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo?
Hallo Bimbelchen, na? Hi, na? Übrigens, ich habe hier immer noch das Ausrufezeichen Penis Command. Hi. Wie du es haben wolltest. Mal. Vor was? 2 Jahren oder so. Was? Hi. Hat Penis geschrieben. Was? Okay. Das, Hi. Hi, Bimbel. Das ist was schreibt, weil ich Kind schon eins habe. Okay. Okay. Nein. Penis ist der normale Begriff dafür. Wer darüber lacht, der war einsam. Sie hat oder Penis ist gesagt. Einfach nur in seine, oder ist einfach nur in seiner Entwicklung zurückgeblieben. Sie hat Penis gesagt. Nein, Entschuldigung, hat sie gar nicht. Entwicklung hat sie gesagt. Na, was? Du, wenn du wüsstest, wie oft ich auf der Arbeit das sag. Entwicklung oder Penis? Also, beides. Okay. Das würde alle eure würde uns unsichern. Meinungen von mir verschlechtern. Solange da nicht sowas drankommt wie wieder einpacken und so ähnliches in dem Satz. Naja, keine Ahnung. Sat, was sagt deine Heilung? Wie weit bist du? Die erste ist wieder da, die zweite zum Viertel. Sat, guck mal. Ich renne hier drüber und krieg keinen Schaden. In GTA, wo wäre dir das nicht passiert? Das hätte jetzt ein Beinbruch. Ich finde, das ist für gleich eine ganz tolle Position. Ja, das glaube ich auch. Wollen wir es jetzt kaputt machen, oder? Ja, wenn deine Heilung soweit ist. Ja, die andere braucht halt noch ewig. Vielleicht tun wir hier hinten noch Zeug klären, nicht dass da hinten noch Kleinzeug kommt, was uns dann nervt. Aber ich glaube, das habe ich schon angeschossen gehabt. Ja. Okay. Aber ich gucke hier nochmal ums Eck. Ja, also ganz gehen, durchgehen brauchen wir jetzt auch nicht. Nee, weiter ist es nicht. Also da ist nichts. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den Typen jetzt besiegen können. Jo. Aber irgendwer hustet noch. Ja, aber dagegen kann ich nichts machen. Nur noch eins. Haust du drauf? Ja. Lecky, hinter dir. Ziel abgeschlossen. Erfahrung plus 400. Reported. Hinten. Gegenüber. Toll! Ah. Mich hat's erwischt. Passt auf, wer castet. Ja, ja. Nein, das doch nicht. Das da. Oh, Becky ist wieder da. Er portet sich zu uns. Er castet wieder. Ja, zu mir. Ich kam hier nicht mehr weg. Schön. Schön, dass er, dass das Abrollen nicht funktioniert hat. Ich bin umgefallen. Ich kann dich nicht wieder Jetzt ist er einfach verschwunden. Ich glaube, es hakt. Nein! No. Ja, das habe ich aus Versehen auch getan. Kampfladen, die Waffen wurden übrigens schneller auf. Ah, stimmt, ja, das sehe ich. Was lädt schneller auf? Die Waffenmods. Bei der Heilung zum Beispiel. Ah. Ja, aber. Hä, wo ist denn der jetzt hin, die Spawn? Ich hab keine Ahnung. So ein Scheiß, Mann! Aber vielleicht war das so das erste Ziel. Hau ihn hart genug um, dass er verschwindet. Lauf ihm hinterher. Gut.
Mann. Scheißtisch. Gnade. Aber wir hatten ja auch irgendein Ziel fertig. Ja, ja, ist gut. Lass mich den Stuhl killen. Böser Stuhl. Ja gut, dann wollen wir ins Licht. Gehen wir ins Licht. So, ihr seht übrigens ganz romantisch aus in dem Sonnenschein. Ja, ich würde übrigens mal vorschlagen, wenn wir am Checkpoint sind, dass wir mal zurückreisen und unsere Waffen und Rüstung upgraden. So können wir machen. Und Mr. B könnte ja im Kampf gerade gegen Gestarke geht auch mal seinen Waffenmods nutzen, hält kritische Trefferchance. Also dann auf zur Station 13. Was? Das erbitte ich mir. Er will es halt uns nicht so einfach machen. Mhm. Kritischer Treffer ist halt, ja. Gut, bei den ganzen kleinen Viehmonstern, die man eh One-Hit tötet, sinnlos, aber bei was Großem halt. Ich hab keine Lust zu reden. Brauchst du was? So. Mal sehen, was ich habe. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Passt da draußen gut auf dich. Wow, ich kann eure Waffenmods verkaufen. Ach nein, ich kann sie kaufen, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, genau das habe ich mir immer schon immer gewünscht, dass du meine Waffenmods verkaufst. Macht am meisten Sinn, verkauft des Heilers Waffenmods. Sind wir hier fertig? Ja, ja, ich habe es schon gesehen. Schön. Ich muss meine Rüstung noch upgraden. Ich habe keine Lust zu reden. Meine Waffe. Vor allem meine Waffen. Upsi. Das klappt hier also auch. Ja. Nicht die tollen Gespräche. Genau genommen ist der Hammer hier mein bester Kumpel. Ich habe leider schon genug Freunde. Wenn ich wäre, würde ich weiterziehen. Es sei denn, du willst meinen Hammer besser kennen. Ich muss arbeiten. Oh. Was jetzt? In Ordnung. Okay, hier kann ich irgendwo Gegenstände kaufen. Na ja, gut. Rüstungsupgraden kann ich wohl nicht. Doch, wenn du auf Aufwerten gehst. Dann habe ich nur die Waffen zur Auswahl. Oben in den Reiter Rüstung. Mach mal das Fenster bei dir auf. Kann ich nicht, der spricht gerade jemand mit jemandem. Oh ja, ich. Weil ich gerade meine Rüstung upgrade und meine Waffen. Hätte das erwartet. So. Ich habe keine Lust zu reden. Nicht gut, dass sie einfach losredet und keine Lust dazu hat. Wo ist das Ding? Ach da. Ach, alles gut. Ich randaliere nur, alles gut. Verstehe. Sind wir hier fertig? Zieh weiter.
Sag mir, wenn du fertig bist mit dem Quatschen. Jo, fertig. Fertig. Wenn du dich nicht beeilst, mach ich. Ja, sorry, hab noch Altmetall gesammelt. Hey, du. So. Sicher? Aufwerten? Ah, da, Rüstung, stimmt. Eine Waffenmod für die Schrotflinte. Ich habe keine Lust zu reden. Was jetzt? Ich will aber mit dir reden. Verschwende nur nicht meine Zeit. Ich kann mal gerade gucken, ob ich gegebenenfalls hier noch was ändern kann. Oh, bin fertig. Ah, ich könnte mir selber die Aura des Heilers geben. Ja. Dann looten wir doch erstmal. Ja, nativ dem Mal des Jägers. Aber ich glaube, ich finde den Heilkreis ganz, ganz nett. Kann ich mich selber heilen? Hihihi. Weil ich weiß nicht, was du für noch zusätzliche Dienste drin hast. In meiner Schrotflinte tatsächlich gar keine, deswegen ja. Also die einzige Mod, die ich bekommen habe, war halt für meine Handfeuerwaffe. Dieses, dass ich halt in Flammen könnte, wenn. Aber die nutze ich so selten. Wohl nicht geholfen. Also ich nutze halt eigentlich nur die Schrotflinte, weil One-Shot-Kill. Und hey, wenn sie dann noch nah rankommt, dann hau ich mit dem Hammer drauf und fertig. Ja, dann. Ah. Also ich glaube, das tue ich mal. Bis später. Ja, und auch euch kann ich um euer Altmetall bringen. Sehr schön. Oh, hier ist noch ein Stuhl. Wir haben Leute, wir haben nichts mehr. Ich nehme hier noch den Rest. Ein echtes RPG also. Apropos, wart ihr schon in den unteren Level des Reaktors? Also unter dem Reaktor? Nö. Nö. Du? Ja, da gibt's eine Tür mit einem Räumen dahinter, aber ich habe keine Ahnung, ob man da reinkam, weil ich habe mir gedacht, ich lasse es mal. Das könnte vielleicht zur Story gehören. Da wusste ich aber noch nichts von dem Teleportstein. Wir können ja mal reingucken. Hallo nochmal. Ah, ich guck da gleich mal hin. Bin gerade noch dabei, die letzten Kisten zu zerschlagen. Okay, ich finde keine mehr. Glaube ich. Doch, hier. Dass die alle Altmetall rumliegen haben. Nein, ich will nicht das Journal lesen. Nicht schon wieder, danke.